Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! 133.000 Menschen beginnen pro Jahr derzeit eine Ausbildung im Bereich der Krankenpflege, der Altenpflege oder der Kinderkrankenpflege. 133.000 Menschen, die für uns, für unsere Gesundheit bzw. eben für die Pflege im Alter verantwortlich sind, die uns in schwierigen Phasen des Lebens helfen, die betreuen, pflegen, den Heilungsprozess unterstützen. Und wir alle sind darauf angewiesen, dass Menschen sich mit Herz, mit Verstand, mit Sachkenntnis und mit Empathie dieser anspruchsvollen Aufgabe widmen. Wir sind darauf angewiesen, dass sich genügend Menschen für diesen Beruf entscheiden. Ja, wir wollen, dass mehr Menschen diese Berufe ergreifen, damit die Situation in den Heimen, bei den Pflegediensten und in den Krankenhäusern besser wird, damit im Sinne der Beschäftigten und natürlich auch im Sinne der zu Pflegenden. Wir sind darauf angewiesen, dass diese Menschen, die in der Pflege arbeiten, eine gute, ja, eine optimale Ausbildung haben. Und dazu gilt dieses Gesetz der Reform der Pflegeberufe, das wir heute verabschieden werden. Das Gesetz hat mehrere Ziele. Wir wollen zum einen die Ausbildung modernisieren. Alle, die in der Pflege arbeiten, brauchen eine gute Ausbildung, und zwar eine Ausbildung, die sich auf die geänderten Anforderungen aufstellt. Und mein Vorredner hat es gesagt, die Bewohner in den Pflegeheimen sind oft mehrfach krank, sie sind chronisch krank. Das ändert die Anforderungen an unsere Pflegekräfte. Sie brauchen mehr Krankenpflegekompetenz, mehr medizinische Kompetenz. Und umgekehrt ist es so, dass in den Krankenhäusern sehr oft alte Menschen sind, demenziell erkrankte Menschen. Und hier ist ein höherer Pflegebedarf notwendig in den Krankenhäusern. Und deshalb müssen auch die Krankenpfleger mehr Kompetenzen aus dem Bereich der Altenpflege erhalten. Und deshalb legen wir heute eine Reform vor, die zum einen in den ersten 2 Jahren eine gemeinsame Ausbildung macht und auch eine komplett generalistische Ausbildung eröffnet. Und es gab hier viele Modellprojekte in unserem Land. Auch in meinem Heimatland, im Saarland, hat man die Generalistik erprobt mit sehr, sehr guten Ergebnissen, die teilweise auch sehr überraschend waren. Wir wollen zum Zweiten die Ausbildung attraktiver machen. Das gelingt uns durch mehr Durchlässigkeit in den Bereichen. Es ist ja gesagt worden, nicht jeder will an dem Arbeitsplatz 40, 50 Jahre lang arbeiten, wo er sein Berufsleben begonnen hat. Wir erhöhen die Durchlässigkeit durch die generalistische Ausbildung. Wir wollen mehr Möglichkeiten und Chancen schaffen, in verschiedenen Bereichen zu arbeiten. Wir schaffen das Schulgeld ab, und das ist wirklich verrückt, dass es das in einigen Bundesländern noch gibt. Wir machen die Ausbildung attraktiver und wollen so für mehr Nachwuchs sorgen, was dann auch den Pflegemangel in den Einrichtungen beseitigt. Wir wollen die Finanzierung der Ausbildung auf sichere Beine stellen und vor allem zukunftsfest machen. Und was uns besonders wichtig ist, wir wollen die Wahlfreiheit erhalten. Und in den Verhandlungen, und auch das ist ja zur Sprache gekommen, war das ja immer ein großes Thema. Schaffen wir es denn? Wie ist es mit denjenigen, die eigentlich nur in der Kinderkrankenpflege arbeiten wollen? Und wie ist es denn mit denen, die in der Altenpflege arbeiten und auch gerne nur in diesem Bereich arbeiten wollen? Mit dem Gesetz, mit den Reformen, mit dem Kompromiss, den wir heute vorlegen, ermöglichen wir es, dass alle eine generalistische Ausbildung machen können, dass man aber auch die Möglichkeit hat, nur Kinderkrankenpfleger zu werden oder nur Altenpfleger zu werden. Und damit geben wir die Entscheidungsfreiheit in die Hände der jungen Menschen. Die jungen Menschen entscheiden selbst, wo sich der Weg hinentwickelt. Und dann werden wir nach 6 Jahren evaluieren. Und das, finde ich, ist eine sehr praxistaugliche Lösung und ein guter Kompromiss, den wir gemeinsam gefunden haben. Als Unionsfraktion war es uns wichtig, dass wir möglichst vielen Menschen die Möglichkeit geben, im Bereich der Pflege zu arbeiten. Und deshalb halte ich es für wichtig, dass wir die Möglichkeit schaffen, nach 2 Jahren mit einem Abschluss, nämlich mit einem Pflegeassistenzabschluss, seine Ausbildung zu beenden. Da brauchen wir die Länder, das ist völlig klar. Und wir geben aber auch die Möglichkeit allen, wir wollen auch, dass diejenigen eine Möglichkeit haben, einen Abschluss zu machen, die
vielleicht nicht eine generalistische Ausbildung machen wollen. Und deshalb schaffen wir eben möglichst viel Wahlfreiheit. Wir geben allen jungen Menschen, die in der Pflege arbeiten, die Chance, das zu tun. Und dafür haben wir viel verhandelt. Wir haben viele Kompromisse erzielen müssen. Wir wollen aber damit die Ausbildung zukunftsfest machen. Und es ist schon gesagt worden, wir werden mit diesem Gesetz nicht alle Probleme lösen. Aber mit diesem Gesetz und den vielen anderen Gesetzen, die wir in dieser Legislaturperiode verabschiedet haben, sind wir Meilensteine in der Pflege gegangen. Es liegt noch Arbeit vor uns, wir haben viel zu tun, aber dieses Gesetz ist ein wichtiger Baustein. Und deshalb danke ich allen, die dazu beigetragen haben, dass wir zu einem Ergebnis gekommen sind. Und ich bin mir sicher, dass wir die Situation an vielen Stellen verbessern werden. Vielen Dank. Das Wort erhält nun Mechthild Rabert für die SPD-Fraktion.